Bei mir im Studio Michael Passon von der Westdeutschen Zeitung. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Sie haben ja nun die Frau getroffen. Einerseits hat sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, andererseits gibt sie Interviews. Man kann sich vorstellen, dass es jemanden, der 30 Jahre lang eine Lebenslüge mit sich rumschleppt, die dann auffliegt, nicht gut geht. Aber wie geht es denn zum Beispiel Ihrem Ortsverein? Wie geht es denn jetzt der nordrhein-westfälischen SPD damit? Denn das Schicksal von Frau Hinz ist die eine Sache, aber die andere Sache ist, dass wahrscheinlich jetzt auch viele darauf lauern, entweder ihren Job zu kriegen oder neue Verbindungen zu knüpfen. Zum einen ja, es mag ungewöhnlich klingen, dass sich jemand zurückzieht aus der Öffentlichkeit, um dann ein Interview zu geben. Ich betone ein Interview, um eben dafür zu sorgen, und damit komme ich auf den Kern Ihrer Frage, dass es Ihrer SPD in Essen vielleicht ein bisschen besser geht oder diese SPD in Essen, vor allen Dingen die Basis, ein bisschen besser verstehen kann. Was ist denn da passiert? Was waren Ihre Beweggründe? Und in erster Linie, ja, wird sie denn ihr Amt auch niederlegen? Will sie ihrer SPD schaden? Oder ist sie wirklich krank im Sinne von krank im Moment und kann nicht agieren? Und ich glaube, das war der Grund, dieses Interview zu führen und zu geben. Und sie hat sich auch wieder zurückgezogen mit eindeutigen Aussagen, die heute bei uns zu lesen sind. Zum Hintergrund, der Chef von Frau Hinz in Essen ist ja gleichzeitig NRW-Justizminister. Und auch das alleine hat ja schon zu Verwicklungen geführt. Absolut. Die Rolle von Herrn Kutschaty ist zumindest zu hinterfragen, meiner Meinung nach, in der gesamten Causa. Wenn wir sehen, welche unterschiedlichen Aussagen wir als Journalisten zu bewerten und zu beurteilen haben, dann muss man schon sagen, da steht in der Tat Aussage gegen Aussage. Und der Unterschied besteht für mich darin, dass Frau Hinz sicher nicht mehr viel zu verlieren hat. Sie möchte sich ihren letzten Rest der Würde bewahren. Und Herr Kutschaty hat sehr wohl noch eine ganze Menge zu verlieren, nämlich seine Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, sagen zu können, die steht auf dem Spiel. Sie sagen Glaubwürdigkeit, für Sie steht natürlich auch Existenz auf dem Spiel. Für wen? Für Frau Hinz. Für Frau Hinz steht die Existenz auf dem Spiel, aber so im Grunde genommen auch nicht mehr, weil sie eine Entscheidung getroffen hat. Sie hat die Entscheidung getroffen, ihr Mandat niederzulegen. Sie hat bereits alle Ämter in Essen niedergelegt und der Weg Politik ist für Frau Hinz beendet. Frau Hinz wird, wenn sie diese Dinge alle verarbeitet hat, einen neuen Weg einschlagen, einen Weg für sich, gestützt sicherlich von vielen Freunden und von ihrer Familie, denn sie hat auch viel guten Zuspruch noch bekommen. Die Art und Weise, wie mit ihr umgegangen ist in der gesamten Causa, war sicherlich hinterfragenswürdig, nicht nur seitens der Medien, auch seitens der Bevölkerung, ganz sicher aber seitens der SPD-Führung in Essen. Würden Sie als naher Beobachter jetzt sagen, naja, auf der einen Seite, sie hat da ihren Lebenslauf gefälscht, aber sie hat auf der anderen Seite in einigen Bereichen vielleicht auch ganz vernünftige Politik gemacht? Ich denke, das ist unbestritten, dass sie vernünftige Politik gemacht hat in Berlin für Essen. Essen als grüne Hauptstadt, viele Millionen für den Kita-Ausbau, das sind Dinge, die darf man sich auch als Abgeordneter aufschreiben, wenn diese Sachen so in Berlin beschlossen werden. Sie war im Rechnungsprüfungsausschuss, sie war im Haushaltsausschuss, keine unwichtigen Ausschüsse, da schickt man niemanden rein, der nichts kann. Darüber hinaus bin ich davon überzeugt, bei allem Falschen und bei der Richtigkeit auch ihres Rücktritts, denn sie hat gelogen und betrogen, da geht gar kein Weg dran vorbei, hat sie eine vernünftige Arbeit geleistet. Und dafür ist sie auch gewählt worden. Sie war nah an den Menschen in Essen und es waren die Menschen in Essen, die sie gewählt haben. Und das haben sie aus meiner Sicht sicherlich nicht getan, weil sie Juristin im Lebenslauf stehen hatte. Sagt Michael Passon von der Westdeutschen Zeitung. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.